Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge sind wir jetzt hier durchgebrochen und wir müssen... Und wir müssen zusehen, dass wir die Leute, die da hinten sind, gleich töten. Denn... Die scheinen ja hier doch ganz in der Nähe zu sein. Da vorne ist ein Relikt. Na komm. Oh, verdammt, das sind zwei. Und sie patrouillieren hier. Huhuhu, er kommt zurück. Oh, und der andere kommt auch zurück. Ich muss gucken, dass ich den alleine kriege. Dass der eine vielleicht zur Seite geht. So. Du kannst mich doch gar nicht gesehen haben. Okay, well done. Okay, so. Erst hier plündern. Und da, Relikt. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Es könnte beides sein, aber ich schließe das eine von dem anderen nicht aus, dass es Geschenke sind, die dann durch eine Schlacht entstanden sind. Ich schließe nichts aus bei diesem Spiel, denn mittlerweile scheint echt alles möglich zu sein. Man darf hier echt nicht an das Logische glauben, weil das Ganze ist einfach nicht logisch. Oh, ich wollte eigentlich die Kiste da vorne, aber gut, wenn ich schon den Schrank kriege, dann kriege ich den Schrank auch mit. So. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. Was auch immer. Wieso herzlichen Glückwunsch? Das laber ich ja nicht wieder für Scheiße. Ja. So. Wo geht's hier lang? Oh, verdammt. Wer oder was ist das da? Okay. Okay, hier ist es. Ich bezweifle ja, dass das so einfach wird, da hochzulaufen. Es ist tatsächlich so einfach. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird.
Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Ja. Fuck. Fuck, 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 fuckity, fuck, fuck, fuckity, fuck, fuck, fuckity, fuck. Fuckity, fuck, fuck, fuckity, fuck, fuck, fuckity, 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 fuck, fuck, fuck. Au! Ah! Fuck, 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 fuck! Fuck! Help! Was zur Hölle? Wo muss ich hin? Wohin? Hallo? Fuck, 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 fuck. Ja, fuck ist ein schönes, sehr, sehr... Scheiße, verdammte Axt, Mann. Scheiße, 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 scheiße. Okay, okay. Das schaffen wir. Ernsthaft. Alter, ich verreck hier gleich wieder nur. Schnell weg! Schnell! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo kommt der jetzt her? Alter, Mann, ich verrecke so oft in diesem Scheiß-Level. Hi, na? Nein, 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 geh weg! Fuck.
So, wo bist du? Da bist du, komm her. Du lebst noch. Okay, Gott sei Dank, alle tot. Oh Gott, Hilfe. Okay, Schrotflinte hätte ich echt vielleicht ein bisschen mehr benutzen sollen, als ich gerade im Nahkampf war. Schwamm drüber. So, und jetzt müssen wir Richtung... Wohin genau? Palast? Oder was war unsere Mission? Ich glaube, unsere Mission war Richtung Palast. Mal erstmal hier durch. Oh, eh. Okay, dann rutschen wir eben. Mensch, das war ja... Gar nicht so scheiße. Hat ja funktioniert. Bis auf zweimal sterben, war doch alles gut. So. Die Musik ist schön. Die Musik ist sehr schön. Hallo, ich will gerne... Dann darf ich eben nicht umrüsten. Die Schrotflinte passt irgendwie gerade irgendwie nicht dazu, so ein bisschen. Ja, sehe ich auch so. Stopp. Hier war bestimmt irgendwas. Komm. Okay, dann doch nicht. Das war jetzt... ja, ich komme sofort. So, okay. I'm coming. Ihr sollt mich finden. Na, das. Ich wünsche euch natürlich nicht, dass ihr mich findet, weil. Ich meine. Achtung! Sie sind am Pier! Hilft mir mal einer! Feuer! Feuer! So, stirb. Puh, die sind am Pier. Okay, ich beeil mich, Das brauche ich nicht. Jola, Hilfe! Wo bist du? Verdammt! Okay, ich bin unterwegs, Da hätte jetzt bestimmt noch was sein können. Tun. Okay, ihr beide. Ist das alles, was ihr drauf habt? Ich bin auf dem Weg. Alles gut. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also... Im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen.
Okay. Lassen wir es zu Wasser. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Ja, das wollte ich endlich hören. Endlich arbeiten wir alle zusammen und nicht mehr gegeneinander. Und was ich natürlich wieder voll scheiße finde, ist, dass Lara meint, wir sind dann alle tot. Wie Roth. Aber keiner schert sich um Alex, der erst vor 2 Parts gestorben ist. Das finde ich so assi. Aber okay, wir schaffen das. Wir werden jetzt ablegen. Und wir werden Sam holen gehen. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Mathias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Endlich steht sie auf meiner Seite. Mir fällt gerade so ein Stein vom Herzen, weil sie endlich uns zustimmt und nicht mehr widerspricht. Okay, los geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Endlich. Endlich ist sie auf unserer Seite. Ich dachte, dieser Tag kommt nie. Ja, da ist ein bisschen Wind, ne? So. Hoch da. Jetzt heißt es, rein da, Sam holen und abhauen. Oder? Nee. Rein da, Sam holen, Leiche töten, abhauen. Oh, ich hab ihn gefunden. Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Der gute Doktor. Was zur Hölle tust du mit mir? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanische. Eure, Oh mein Gott, ist dieser Whitman dumm. Ich hätte ihm sagen können, dass das nicht funktioniert. Da muss ich rein. Oh, Ratte. Okay, erstmal umgucken. Aber scheinbar will die Sonnenkönigin Sam, weil sie hat gerade ihre eigene Wache weggepustet. Und das hat was zu bedeuten. Oh, nach da unten hin. Okay, los geht's. Zack. Wow, dieser Ausblick. Wenn es nicht so gefährlich wäre, hier rumzuklettern, würde ich das echt genießen, aber es geht gerade echt um Leben und Tod und das finde ich nicht so nice.
Okay, rein da. Ach du Scheiße. Die Sturmwache. Ach du Scheiße. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Ach, die Schrotflinte ist voll. Fuck. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Geht bitte. Tür ist zu. Tür ist zu. Und ich muss mir den Weg aufbrennen. Boah, wenn die mich jetzt sehen, bin ich am Arsch. Schnell, 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 schnell und rein da. Mach doch keine Fackel an. Mach die aus. Du Scheiße. Oh, Hilfe. Oh Gott, Leute. Wir sind... Ach du Scheiße, ich glaube, die Zeremonie beginnt gleich. Wow, okay, kurz sacken lassen. Ich weiß, es ist so ein unfairer Cut, aber bis zum nächsten Mal, wenn das heißt Let's Play Tomb Raider. Bis dahin noch einen schönen Tag und tschüss.